Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen D&D-Folge. Wir spielen kein Wupp. Ja. Das war leicht abgehackt. Gesundheit. Sind die Assassinen bei ihm endlich angekommen? Gut. Wir haben letztes Mal einen Sturm durchsegelt, mit einem urtümlichen Sturmriesen gequatscht und sind jetzt im Kampf gegen ein paar, ja, nicht mehr so ganz lebendige Piraten. Initiative ist gerollt. Dann legen wir mal los, ey. So, Musik. Jetzt, aha. Gut, ganz erst oben an der Initiative ist Narapir. Du müsstest noch auf Beginn und Encounter Also, beginnen klicken. ja, danke. Den habe ich vergessen gehabt. Wir wurden von unbekannten Waffen getroffen. Narapir, ich wiederhole es. Huge Benjamin. Ja, aber ich muss warten, bis du am Zug warst, weil dein setzt dich auf eine feste Größe und bei mir ist es natürlich verdoppelt. Ja, Deswegen aber du halt. bist direkt nach mir dran. Nee. Nee, ich bin als Ja, Erster doch. dran. Ja, Ich bin schon. doch Ja, dran. der Er ist nächste als Runde. Erstes. Ja, schon, aber er kann halt jetzt noch nicht machen, dass man damit. Ja, deswegen überlege ich gerade, ob. Ob es sich lohnt, vorher noch was anderes zu machen. Ich hätte Im jetzt erst mit. Zweifelsfall Eldritch Blast. Ja, das wäre jetzt auch gerade. Klassiker. Wir müssen ja Entfernung halbieren. Verdoppeln. Verdoppeln. Ja, also entweder verdoppelt man, wie weit man schießt, oder wenn man Entfernung misst, dann nimmt man nur die Hälfte davon, weil wir ja doppelt so groß sind. Also, wegen den Kästchen meine ich jetzt. Flo, welcher ist Ich dran? hab die Idee, ich hau mal in meiner ersten Aktion, hau ich einen Level 4 Shatter da drüben rein. Dann ziel mal an. Ich muss nur die Serie gleich mal vergrößern. Ich mach ein manuelles Tool kurz. Weil wir haben ja die doppelte Größe. Circle Template. Und zwar auf 20 Fuß. Und mal gucken, wie ich das am besten rumschiebe, dass ich am meisten treffe. Und noch in meiner Reichweite bin. Ich kann bis 120 gehen. Nicht Fuß oder ganz. was? Reichweite? Hä? Bis 120 Fuß kannst du gehen mit dem Spell. Nee, bis 60, aber wir haben ja hier doppelte Ja, Reichweite. ist schon klar. Ist schon klar. Ha. Das ist aber dann ein bisschen zu weit, was du angesetzt hast. Naja, ich bin ja schon dabei. Ich bin schon dabei. Ja. Immer noch zu weit. Ja. Ich könnte mich im Vorfeld ja noch bewegen eigentlich, um in Könntest du? Reichweite zu kommen. Könntest du? Ups, das war nicht geplant. Okay. Dachte mir auch gerade, war ich das, weil ich klicke gerade auch rum. Ich war auf dem falschen Measuring Tool. Bis dahin würde ich kommen. Und dann habe ich. Bis dahin würde es gehen. Dann wird die drei treffen. Was ist denn für ein Save hier, Florian? Es steht im Chat drin. 16er Con. Schau mal, ob wenn ich den Askwald hab, das so geht. Halt, brauche wieder. Das stimmt, ja. Aber ich hab vergessen. Okay, der erste hat ihn verkackt. Der zweite. Okay. Ah, okay. Also der erste und der zweite haben verkackt, der dritte haben geschafft.
Okay. Dann sind das 19 für die, die es nicht geschafft haben und 18. Nee, 10. Was? 19 für die, die es nicht geschafft haben und 18 für die, die es geschafft haben. Okay. Alle 10 für diejenigen, die es geschafft haben. Oh, und ich hab gedacht, ich habe bei Mathe aufgepasst, dass wenn man das zweite die Hälfte ist. Das war ein hartes Ball. Also du lässt den Zauber los, du siehst auf der anderen Seite Holzsplitter durch die Gegend fliegen, auch ein paar Hautfetzen und Fleischbrocken, die aus diesen Zombie-Piraten rausgerissen werden, aber die stehen unbeirrt an der Reling und rattern den Säbel und schwingen, ja, komische Stöcke in der Gegend rum. Noch was? Theoretisch müsste diese, in Anführungszeichen, Kanone auch den Schaden kriegen. Ich weiß. Und sie hat Nachteil auf den Saving Throw, weil sie aus inorganischem Material gemacht ist. Haben wir da irgendwelche Saves? Ah ne, das ist nur für Kreaturen, aber a non-magic object that isn't worn or carried also takes damage if it's in the spell area. Also er nimmt den vollen Schaden. Okay, ja, so. Passt, alles klar. Ohne Save, ohne alles. Machen wir das einfach. Das war's. Arbeit ist vollbracht. Ah ne, Bonusaktion, Benjamin kriegt Bardic Inspiration. Okay. Okay. Ja, das sollte von der Entfernung kein Akt sein. Ich glaube, ich würde mir dann auch die Kollegen mal vornehmen. Und würde dann jetzt auch mal die Ricochet-Fähigkeit meines Bogens auswählen. Wie war das? Kann ich bestimmen, auf wie viele Gegner und dann pro Gegner minus 1 vom Wert? Was hast du denn aufgeschrieben dazu? Schüsse werden auf weitere Gegner geleitet, Würfelwert minus 1 habe ich aufgeschrieben. Ja, also du triffst dann und sagst, okay, zum nächsten minus 1, da zum nächsten minus 1. Minus 1, okay. Und ich muss für jeden eigenen Angriff werfen. Oder was halt der Wert ist, was er gesagt gehabt hat. Was steht dabei? Minus 1. Minus 1, ja. Mhm. Ja, das ist halt dann kumuliert. Also, angedacht war es, dass erst minus 1, dann für den nächsten Schuss minus 2, also insgesamt minus 3, so rum, ne? Okay, alles klar. Ich glaube, das habe ich vergessen gerade zum Hinschreiben. Ja, okay. Ich schicke dir dann nochmal Chart. Ja. Wie viel jeder weitere Schuss dann braucht. Genau. Genau, aber dann würde ich das mal tatsächlich testen. Wird dann normal angreifen. Und mit dem Kollegen hier anfangen. So, einmal Attacke, Situationsbonus minus 1. Schade. Ich hätte eine 15. Hab's da geschickt. Ah, ja. Gegen welchen? Gegen den an der Kanone. Trifft. Okay. Dann hätte ich 14 Piercing anzubieten. So, jetzt minus 3. Das erste ist minus 1. Das erste ist minus 1. Ja, das habe ich jetzt, ja. Achso, ja dann. Oder, achso, oder geht der erste Schuss normal? Nein, das erste ist minus 1. Okay, ja, genau. So, dann nehmen wir den hinten dran. Der wäre dann minus 3. Der eine 25, schön. Trifft. Für 9. Den hast du noch angekratzt, oder Flo? Ja, ich auch drin, ja. Ja. Gut, dann nehmen wir den noch. Das wäre dann jetzt minus 6. Okay. Ich habe Colossus Slayer und Hunter's Mark vergessen, fällt mir gerade ein. Ja.
Das ist richtig. Trifft. 16 wird auch treffen. Für 9. Mhm. Gut. Und dann zweiter Angriff. Mhm. Warte mal, als Action. Als Action, den, ja. Ja, nee, den Angriff, wenn du diesen Ricochet machst, das ist deine Action dann. Da machst du okay, alles Angriff, klar. Ja. Das ist der, okay. Das ist statt dem zweiten. Alles klar, gut. Ja, alles klar. Dann würde ich als Bonus-Action auf den an der Kanone Huntersmark noch setzen. Für die nächste Runde. Und wäre dann soweit fertig. Hey, alles klar. Dann sind die Piraten dran. Die würden... Okay. Der wird sich dahin bewegen. Ja, aha. Okay. Halt. Der so. Der sprintet drüber. Funktioniert das überqueren? Kannst du dich noch erinnern, wenn wir letztes Mal gesagt haben, da haben Planken drüber, aber ich war zu blöd, dass ich die ins Bild reinbringe. Ah, okay. Und dann müssten sie aber dashen, oder? Mit 120 Fuß. Aber wie gesagt, die sprinten. Okay. So, dann haben wir den noch. So, alles klar. Der Pirat hier, der sieht gerade, dass von dem Eck ein bisschen Damage kommt. Der würde mal mit seiner Kanone auf den oberen, auf diesen Bereich schießen. Herrschaften, ich brauche halt von euch einmal einen Decksave. Mhm. Als diese Kanone mit einem unglaublichen Donnergebrüll losgeht. Mhm. Mhm. Okay, Alberich und Aranis verkacken beide. Mhm. Was ist denn der Schwierigkeitsgrad? Ich denke, mehr als 14. 15. Mehr als 14. Ja, no shit. Ja. Sag mal so, du hast gefragt. Ja, ich hatte auch auf eine anständige Antwort gehofft. Das ist hart. Muss jeder machen oder nur? Nein, plus die drei. Okay, das war ein bisschen voll. Nein, das machen wir nicht. Ich frag nur, weil vier gemacht haben, wenn du sagst nur die drei. Hä? Was? Benjamin braucht hier Alberich und Aranis. Nein, Benjamin braucht hat irgendwie hier hingepinkt und dann gemeint, von euch drei. Von Narapir, Aranis und Alberich. Ah ja, okay. Ja. Das ist drüber bin ich angekommen. Deswegen habe ich einen gemacht. Kein Problem, kein Problem. Gut, dann kriegen die den geschafft haben, kriegen. Was machen wir jetzt dafür ein Damage? Aufteilen am besten. Diejenigen, die ihn nicht geschafft haben, kriegen 22 Damage, aufgeteilt in. Bludgeoning und Fire? Falls du einen Unterschied macht? Glaub nicht. Okay, nee. Okay, und die Ding geschafft haben, kriegen 11. Okay, dann die drei Piraten hier legen ihre komischen Stöcke an
Und wie so ein kleines Miniaturgewitter gehen auch die Dinger los. Das sind sozusagen das Äquivalent zu Musketen. Mal Blaschar, wo haben wir denn das Ding? Da. Und zwar, der erste geht gegen Narapir mit einem 21. Yield. Okay. Zweite geht gegen Alberich mit einer mächtigen 9. Vorbei. Und der dritte geht gegen Aranis mit einer 22. Trifft. Dann kriegst du jetzt 10 Piercing Damage, als dich so eine kleine Metallkugel leicht an der Schulter, also leicht an der Schulter erwischt. Mhm. Gut, das waren die Piraten, was die gemacht haben. Die ersten Piraten kommen über die die Planken, die sie rübergelegt haben, und ein erbitterter Kampf mit den Seeleuten entbrennt. Wobei ihr schon relativ schnell merkt, die Dinger sind, die legen nicht voll Wert drauf, dass, ob sie getroffen werden. Verteidigen sie nicht wirklich hart. Gleichzeitig scheinen sie aber auch nicht voll Schaden zu nehmen. Also Hiebe unter den Normalsterblichen schon längst zusammengebrochen und sterbend am Boden liegen würden, schütteln die einfach relativ leicht ab. Mhm. Die stehen sogar ineinander. Alfred. So gut sind die hier. Die stehen hier sogar ineinander. Ja. So. Zufrieden? Ja. Jetzt ja. Jetzt besser, genau. Ja. Ach warte, der Typ, der auf mich geschossen hat, hätte ja Nachteil gehabt. Warum? Ah, und ich habe keinen Konzentrationscheck für Protection from Evil and Good gewürfelt. Weil ich das noch gezaubert habe, bevor der Kampf losging. Ja Gott, das habe ich mir nicht mehr erinnern können, nur 3 Wochen. Nee, Aber jetzt haben wir so drauf, oder eh nicht? Ja, ah, gut, aber ich muss trotzdem Konzentrationscheck machen. Ja. Stimmt. Aber den mache ich mit Vorteil wegen Warcaster. Na ja, gut, das wird ja relativ easy da. 13 reicht. Ja. Jo. Du meinst, dass 20 plus Damage nehmen, dass 10 nicht reicht. Mhm. Gut. Hab ich. Ich hab 21. Stimmt, du hast das selbst nicht geschafft gehabt. Oder 22. Sorry, never mind. Also 11. 11 hätte ich gebraucht, 13 habe ich gehabt. Passt. Ja, dann passt doch. Mhm. Passt. So, Eldred, wie schaut aus? Ja, ich warte ja nur, dass ihr fertig seid. Du bist dran, ne? Ich weiß. Ich hab ja auch schon was vorbereitet, hab ich doch. Denn ich caste hier, da wo diese 4 Musketiere sind, mit der Kanone, caste ich einen Feuerball hin. Welche weit hat Feuerball nochmal Reichweite? 150 Fuß. Ja, passt. Da wir hier ja auf der doppelten sind, 300, wenn du so willst. Und ich habe den Kreis ist auf 40 Fuß natürlich ausgelegt. 20 ist das normale. Mhm. Ja, passt. Gut. Dann haben wir raus. Und ich caste ihn auf dem dritten Level und nutze gleichzeitig noch einen First Level Spell, um ihn zu empowern. Okay. Damage Type? Der Feuerball bleibt Feuer und das Verstärkte ist Force Damage. Okay. Weil das ist standardmäßig. Also das möchte ich jetzt auch nicht ändern. So, okay. Dann Saving Throw ist 16, steht ja dran. Mhm. Und ich bleib bei Dexterity. Und dann sag ich mal. Willst du vorher würfeln, die Verteidigungswürfel? Du kannst schon währenddessen würfeln, ich würfel dann in der Zwischenzeit. So, 4 Stück brauchen wir. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Okay, DC ist 16, alles klar. Aha, so, aha. Das ist schon seltsam. Also 43 wäre das Maximum, 24 Feuer, 19 Force. Und dementsprechend, wenn sie es schaffen, 12 Feuer und 9 Force. Okay, also, der hat nicht geschafft, der hat ihn geschafft.
der hat ihn geschafft. Das ist ein widerstandsfähiges Bürschchen. Und der hat ihn auch nicht geschafft. Du schmeißt diesen Feuerball rüber. Und du merkst, dass diese Flammen, die diese Zombies umschließen, die weniger ankokeln als gedacht. Also entweder sind die nass oder nicht so brennbar. Du weißt es nicht genau, aber Feuer scheint nicht so effektiv gegen die Viecher zu sein. Ja gut, ich habe gefühlt keine Möglichkeit, das herauszufinden vorher, also... Es ist richtig. Ja. 12 plus 19, 31. Jetzt habe ich mal eine Frage. Bitte. Feuerball hat doch die Eigenschaften, dass sie brennbare Objekte, dass er brennbare Objekte anzündet, die im Wirkungsradius sind. Ja. Was ist mit den Holzteilen der Kanone? Glimmt ein bisschen, aber scheint auch nicht so wirklich betroffen zu sein. Halt, nein, Schmarrn, der nimmt einen vollen Damage. Also, wo haben die Pulver Damage in der Nähe? Warte mal. Jetzt lass mich bitte kurz rechnen. Da, ja. Dann können wir es weitermachen. Nicht Ding. So, der hat nichts. Das ist Hälfte davon. So, der hat ihn geschafft. Das ist jetzt Hälfte davon. Dann haben wir dabei 6. Dann haben wir bei 6. Dann haben wir da bei dem. Okay, der hat ihn angeschafft. Dann haben wir da 15. Dann haben wir da bei 15. Ja. Ich stelle mir das so vor, wie so diese Feuerwerk, so fliegt so eine kleine rote Kugel darüber, landet, plock, plock. So, jetzt haben wir, also, so, jetzt habe ich die Dinger durch. Bitte, was war die Frage nochmal? Weiß ich nicht, ob die irgendwie brennbares Pulver oder sowas in der Nähe haben, ne? Noch Reservepulver. Mhm. Die haben tatsächlich Pulver. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ne, passiert nichts. Scheint anscheinend da irgendwie entweder gut gelagert zu sein oder sonst irgendwas, aber fängt leider kein Feuer. War relativ gut gewürfelt auf die Chance-Würfel. Achso, also bei einer 20, wer hätte jetzt Feuer gefangen? Nee, ich hab's so gemacht, wenn's 15 oder mehr gehabt hat. Ah, okay. Und nicht explodiert. Gut, dann möchte ich mich einmal bewegen. Und zwar bis nach hier, dass ich an dem im Nahkampf bin. Ja, dann würdest du aber auf der Reling draufstehen. Auf der Reling drauf? Ja. Moment, ich war da, ne? Ich habe aber genug, glaube ich, Bewegung, dass ich außenrum mich hier hinten hinstellen kann. Du kannst nicht durch Gegner durch, ne? Und ja, ich kann im Außenrum, ich habe genug Bewegungsrate. Es geht nicht um die Bewegungsrate, es geht darum, ob du an diesen Gegner dich vorbeidrücken kannst, wenn die schon draufstehen. Ach so. Ja. Ja, dann stelle ich mich da hin, neben Narab hier. Okay, dann stehst du, wie gesagt, auf der Reling um. Du könntest, was du machen könntest... Narab hier nimmt doch nicht alleine die ganze Treppe ein. Von dem, weil es Büttler schaut, schon. Er muss sich ja eigentlich noch kleiner machen, weil er ist doch klein. Das ist eine sehr kleine Treppe. Das ist ein sehr gutes Argument. Eigentlich müsste er ein bisschen kleiner sein. Warte mal, Flo, wie schaut es aus bei Halblingen, die in die 5, glaube ich, Kinder auch selbe Ding einnehmen wie normale Kreaturen, oder? War da nicht was? Ja und nein, also ich... Als Spieler kann mich durch Leute hindurch bewegen. Aber für andere gilt, ich glaube, you can move through the space of any creature is one size larger. Ja, you can. Also für, du gültst als normal. Also der hat gerade ein bisschen, das ist eingenommen, die Treppe. Was machen könntest, ist, dass du da runter hüpfst von der Seite aus. Ja, das kostet meine Action, das ist nicht Sinn der Sache. Gut, Plusvorschlag. Ja, fuck it. Hast die Diskussion direkt erledigt, so. Bin ich auf der anderen Seite von denen. So. Da möchte ich meine Action benutzen für eine gemacht? Misty Step. Guck mal in den Chat. Ja, du, ich hab ein paar Tabs offen, ich konnte da auf alle schauen. Mhm.
Bleib auf Reuner. So. Dann möchte ich meine Action für einen Attack benutzen. Und zwar ist mein erster Angriff ein Athletics-Check, um den Typen ins Wasser zu schubsen. Okay. Dann heraus. Geh her, was kann denn da würfeln? Vergleichen Athletik. Okay. Sonst wird er geschubst. Okay. Wieso hat der Vorteil? Okay. Gründe. Fähigkeiten, Feats. Hat aber verkackt. Tja, dann fällt er ins Wasser. Okay. Also er kommt unten aus Wasser und bleibt stehen. Er bleibt auf dem Wasser stehen. Er bleibt auf dem Wasser stehen. Ja gut. Zweiter Angriff. Hammerschlag auf den anderen Typen. Bitte. Trifft. So, ist die Frage. Fuck it. Action Search. Ich mach noch zwei. Mhm. Ja, doch. Noch zwei Angriffe auf den. Elft. Der schaut schon mittlerweile nicht mehr so gut aus. Den hast du schon ziemlich zugekriegt. Trifft. Was... Aber der steht noch, ha? Noch. Den hast du zwar schon ziemlich eingedollt, aber er steht noch. Mhm. Ja gut, das war's dann. Alles klar. Benjamin. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich meinen Zug abhandle, dass ich das, was ich vorhabe, auch noch tun kann und trotzdem nach Rapier mich nochmal verkürzen kann gleich. Fürs generelle Verständnis, diese Planken, sind die über die gesamte Distanz oder nur im bestimmten Bereich? Der Einfachheit halber habe ich jetzt gesagt, die sind jetzt so drüber, dass sie drüber rennen können. Aber es ist schon ein bisschen ein Bereich dazwischen. Also, sie sind jetzt ein großer Punkt drüber, ne? Aber von da, wo ich stehe, könnte ich theoretisch auf Planken laufen und rüber rennen, Richtung deren Schiff rennen. Also, die Planken beginnen ab da. Das war die Frage, die ich hatte. Mhm. Gut. Die beginnen so ungefähr ab nach Rapier, das Eck. Das ist alles so ein bisschen blöd. Weil ist die Linie offiziell vom Spielleiter? Nee. Nee, die habe ich hier gemacht, aber ich dachte, die so ungefähr, oder? Das ja. Das sind sehr krumme Planken. Ja. Die hat so, so, ich würd's bevorzugen, wenn man nicht einfach bloß rumkrakelt. Weil das meine Konzentration stört sowas. Das ist ziemlich strange mit dem ganzen Zeug. Bonusaktion. Riesenmacht, um erstmal groß zu werden. Bitte. So, dann würde ich gerne mit meiner Bewegung schauen, dass ich irgendwie gucken kann, dass ich so halb auf der Planke, auf der da steht, landen könnte. Ich nämlich über die Reling springe und dann auf die Planken drauf springe. Okay, dann gib mal einen Athletics-Check. Okay, ja.
Also du landest mit ziemlicher Wucht auf diesen Planken. Jetzt warte mal kurz. Nee. Und du hörst, wie unter dir ein ziemlich unheilvolles Knacken ertönt. Aber die Planke bricht nicht ein? Noch nicht. Schade. Aber es knarrt schon ziemlich. Gut. Schau dann rüber zu Narapier. Moment, du wirst dich ein bisschen bewegen müssen und nutze meine Aktion quasi zum Sprinten und springe von hier aus einmal so seitlich rüber, dass ich an der Seite des Schiffs hänge. Und ich will an die Seite des Schiffs springen. Und mich an der Seite des Schiffes festklammern. Das Schiff war ja ein bisschen höher als unseres, nicht wahr? Ja, ziemlich. Das sollte ja also machbar sein. Dann muss man nochmal Athletics-Check geben. Sagen wir mal so, machen wir mal mit Disadvantage, weil wenn's, ja. Schauen wir mal, was in der Geistergame ist. Ja gut, passt. Halt schon mal, Disadvantage ist die 2. Ja, aber ich habe ja Vorteil. Ja, also normal. Stimmt, also haben wir normal. Stimmt, 17. Also sind es, ist es die 17. Mhm. 17 plus X. Ja, okay. Jetzt hängst du an 13. Ja, jetzt hängst du aber ja Klammer auf. Aktionsschub. Ich möchte anfangen, das Schiff zu schaukeln. Okay. Dann hau raus. Mit dem Ziel, es irgendwann umzuschmeißen. Also okay. Es so ins Schaukeln zu bringen, so weit, bis ich entweder auf dem Wasser aufkomme, weil ich ja auch ein Ring des Wasserlaufens habe, oder das Schiff so weit ist, dass ich es irgendwie schubsen kann, dass ich es umschmeiße. Okay, gönn dir. Darf ich auch mal eine Athletikprobe? Bitte. Okay. 22. Also du spürst, wie das Schiff so ein paar Zentimeter leicht schwingt. Es ist ein Anfang. Mhm. Ja. Stetig höhlt das Murmeltier, oder wie das? Okay. Dann bewege ich mich noch da. Dann, wenn nichts weiteres passiert, caste ich Enlarge auf Benjamin. Hui! Dementsprechend, er wächst jetzt in alle Richtungen, also doppelt nochmal in Size und sein Gewicht wird verachtfacht. Yep. Row, row, row the boat. Okay, und jetzt ist die Frage, ob ich das kann. Ich würde mit meiner freien Objektinteraktion, mit meiner Bonus-Action zumindest schon mal den Schild, den ich besitze, hervorholen, aber ich kann ihn noch nicht anziehen, weil das braucht ja eine Action. Aber kann ich ihn schon mal hervorholen zum Readyen, dass ich ihn anziehen kann? Dann musst du es erst mal mit deinem Rucksack interagieren. Also brauchst mindestens 2 davon. Deswegen wäre das jetzt die Frage halt. Ich habe ja eine freie Objektinteraktion und noch eine Bonus-Action. Ob ich die beiden Kombination nutzen kann, um es hervorzuholen. Nee. So schnell geht das jetzt auch wieder, ne? War ja nur eine Frage. Ja. Wenn du ein Dieb wärst, könntest du es vielleicht. Das bin ich aber leider nicht. Multiklassen beim nächsten Mal. Ja, das war's dann soweit eher. Ich nutze mal noch meine. Dann nutze ich meine Bonusaktion, um. Go, 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 Alberich! Du packst es da vorne schon, ganz in Ruhe. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Und ich gebe dir noch eine Bardic Inspiration. Und das war's. Okay,
Kann ich auf den im Wasser schießen von da, wo ich stehe? Also den Kollegen hier. Wird schwierig, aber du kannst es ja. Im Wasser stört doch nicht. Nee, ich dachte von der Höhe der Reling und von der. Richtig. Naja, müsste ja dann. Ja. Das ist ja so, als würdest du auf dem Hochhaus stehen und runterschießen auf den ersten Stock. Mhm. Genau, dann würde ich, glaube ich, diesmal. Wird nochmal den Ricochet auswählen. Elf kannst du nochmal machen? Dreimal pro Tag. Na dann. Genau, fang dann mit ihm an. Denke diesmal an den Colossus Slayer. Mhm. So. Erster Schuss. Gegen wen geht das? Gegen das erste, den ersten Angriff, den ich mache. Okay. Gegen den auf dem Wasser. Okay. Ja. Weil der markiert ist. Mhm. Schön. Trifft. Trifft. So, das war plus ein D8 noch. Na gut, 10. Mhm. Dann geht der zweite Schuss auf den Kollegen der Kanone. Zurück. Ja. Was? Was? Nochmal. Wo geht das hin? Achso, genau. Der zweite geht dann hier auf den an der Kanone, der das Hunters Mark hat. Ja, der Winkel wird aber jetzt schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen sehr hart, was du jetzt reinhaust. Also ob du triffst, ist fraglich. Weil der steht also mehrere Meter nach unten, gell? Ich sag's bloß. Also fliegt der Pfeil dann auch in einem geraden Dings? Ja, natürlich. Also der ist nicht dann so, also der, okay. Bogen beschreibt. Alles klar, okay, gut. Also, mit dem Typen da oben, der leicht über die Reling steht. Um zu sagen, ja, es ist eigentlich fast unmöglich, dass du den triffst. Okay. Aber den da oben kannst du anschießen, das ist richtig. Ja, dann nehme ich den. Jawohl. Mhm, trifft. So. Aber von da kann ich jetzt den treffen. Ja. Quasi Billard. Mhm. So, das waren dann minus 6. Sollte noch treffen, oder? Ja. Ja. Welcher, auf welchen ist jetzt gegangen? Auf den ich mit Hunters Mark markiert hatte. Okay, na dann, hau rein. So. Dann machen wir einmal den Hunters Mark Schaden. Das wären ganze 2 und dann nochmal den normalen Schaden. Okay. Nochmal 7. Mhm. Der schaut schon ziemlich feigespickt aus da drin. Ja. Versuche ich es nochmal. Naja, ist mir glaube ich zu riskant. Okay, dann wäre ich fertig. Okay. Alles klar. Gut, dann waren die Piraten dran. Der erste Pirat, der sieht da so ein Riesen dranhängen. Der würde mal mit der Kanone drauf schießen wollen. Würde mal sein Glück versuchen. Dann nehmen wir jetzt das und dann halt dann das da. So, schauen wir mal, was bei rumkommt. Aha. 19? Das war ein ganz normaler Angriffswurf gegen mich. Ja. Dann muss ich mal meine Wolken ruhen, ne? Weil das eine Kreatur ist, die ich sehen kann, innerhalb von 30 Fuß von mir. Mhm. Und der Angriff geht gegen eine andere Kreatur innerhalb von 30 Fuß. Die zwei über ihm sind auch innerhalb von 30 Fuß von mir. Okay. Welchen und das ist eine Kanone. Ich würde mal den hinteren von beiden wählen, in der Hoffnung, dass der vordere dann irgendwie, weil es eine Kanone ist, Kollateralschaden wird. Mal also, den Attacker nochmal würfeln? Ne, das Ergebnis, das du gewürfelt hast, geht jetzt gegen den. Ah, okay. Gut.
Wie war jetzt nochmal? Du hattest 19 gesagt, gell? Ja, Damage. Ach so. Mal schauen, ob es den überhaupt überlebt. Okay. Ah, das geht ja noch. Ja. Also den trifft die Kanone head-on. Steht aber noch. Benjamin, du siehst auf den unteren Decks, wie zwei Klappen hochgehen und dich lächeln zwei Kanonen aus direkter nächster Nähe. Du kriegst nochmal zwei ab. Moment. Dass das dann aber ein Fernkampfangriff ist, haben sie Nachteil, weil ich mich in Nahkampfreichweite mit ihnen befinde. Sagen wir mal so, das ist eine Kanone, die dir auf. Das ist ein Fernkampfangriff. Das ist eine Fernkampfwaffe. Okay, und der erste geht vorbei. Angriffe haben Nachteil, solange man in Nahkampfreichweite ist. Das ist doch eine Scheiße. Gut. Der ging ja beiden vorbei auf magische Weise. Na, ich ramme halt mein Knie dazwischen und schieb's so ein bisschen zur Seite, wie ich sehe, dass die kommen, sodass sie links und rechts an mir vorbeigehen. Und dann. Ich mach oben auf die Klappe drauf und mach die wieder zu. Die Kanone da oben sieht dich auch da unten als ziemliche Bedrohung. Der wird auch auf dich schießen wollen. Ja. So. Der hat leider nicht Nachteil. Da kann ich nicht argumentieren. Was schaut's denn aus mit einer 21? Das trifft. Okay. That's going to hurt. Oh, ui. Also ich werde aber schon tot. Dann hast du jetzt... Was ist denn das für ein Damage-Type? Dann kriegst du 52 Bludgeoning-Damage, als dich eine Kanonenkugel voll zwischen die Rippen trifft. Können die Kanonen eigentlich jede Runde Gib mal ein Strength-Save. Ich wollte es nur wissen, weil die eine obere... Sagen wir so, die kommen drehen. Die kommen ja drehen. Ne, wegen Nachladen. Ja, ja. Nachladezeit. Es kostet ja, dann schon nur eine Aktion, die nachzuladen und zu feuern. Wenn ihr jetzt damit anfangt, dann wird dann drei komplett durch. Nee, wir sagen einfach, da stehen ja zwei drin. Einer, der scheißt, einer, der nachlädt, okay? Die drei Kanonen, die letzten drei Kanonen, die waren ja okay, die hatten ja in der Runde vorher nicht geschossen. Also zumindest nicht in unserem Kampf, aber die erste Kanone hat er geschossen. Das ist das Einzige, was ich frage. Ja, nee, der Einfachheit halber, da steht einer, der nachlädt, okay? Und 28, ja, du kannst die an dem Ding festhalten. Dann machen wir die da drüben. Alberich, ein Zombie-Pirat möchte dir ans Leder. Das kann er gerne versuchen. Der macht in einem Wirbel aus Degen- und Dolchangriff. Macht er. Da er ein Untoter ist, würfelt er mit Nachteil. Jawohl. Einmal. Halt, Moment einmal. Der benutzt Reckless Attack, also wird ein normaler Ding draus. Mhm. Aber den. Aber ich glaube, der trifft in dem Fall. Mal. Sagen wir so, Reckless Attack hätte er so oder so genommen, weil die sind Zombies, die scheißen sich nichts drum. Der erste ist eine. Gott, wer war denn der Attack-Bonus? Der erste war eine 21. Shit. Okay. Der nächste war eine 23. Trifft nicht, dank Shield. Mhm. Der letzte ist eine A23, okay. Ja. Alles klar, gut. Dann probiert's der schleicht sich von hinten an und probiert's gleiche. Mhm. A Reckless Attack. Mal schauen, ob der mehr Glück hat. Attack. Wir haben eine 19, die trifft nicht. Wir haben eine Natural 20 und eine 20 auf dem Wurf. Die 20 trifft nicht, die Natural 20 trifft. Na gut, wenn die Natural 20 nicht getroffen hätte, hätte er mal Gedanken gemacht. Sagen wir es mal so, was ist denn insgesamt? Hm? Bitte, was? Was ist das denn insgesamt mit der Natural 20? 27. Ja, das trifft auch so. Wow. Sagen wir so, eine Natural 20 trifft immer. Bei Pathfinder ist es so, dass das nicht unbedingt treffen muss. Damage. Dann kriegst du das Schwert zwischen die Rippen, dann kriegst du 9 Slashing.
So, das war das. Der kommt mit rüber. Der kommt auch angesprintet. Der kommt mir so... Na, der bleibt dort hinten. Der hat ein bisschen Schiss. Der... kommt auch hier rüber. Der Pirat hier und der hier würden beide mal schießen wollen. Einer auf Benjamin, der da, und der andere auf Narapir. Meinst du die an der Kanone? Nein, mit die da, Entschuldigung, den da und den da. Die haben ja Musketen. Okay. Gegen Benjamin haben wir eine 25. Trifft. Machen kann ich eh nichts. 5 Piercing. Und gegen Flo, da sagt er 17. Ja. Okay, ja, ich mach nochmal ein Schild. Yeah. Weil es würde genau treffen. Okay, in der Zwischenzeit klettert der Typ an der Reling, beziehungsweise an der Außenseite des Schiffes, nach oben und stellt sie hier auf die Reling. Mhm. So, das war das. Benjamin, du siehst am Heck des Schiffes, wo das Steuerrad zu vermuten ist, durch diese undurchdringliche Schwärze siehst du auf einmal ein rotes Auge aufleuchten. Also, ein rotes Licht aufleuchten. Das dir anscheinend anschaut. Okay. Was macht das? Es leuchtet rot. Es leuchtet rot, genau. Und die gehen auch mal rüber zum Entern. Also ihr seht, der Kampf der Seeleute verläuft alles andere als gut. Also ihr seht schon mehrere Leichen am Boden. Die Mannschaft hat es ziemlich mitgenommen. Ihr seht mindestens schon 15 bis 20 Leute, die von dieser Mannschaft schon am Boden liegen und von diesen Zombie-Piraten ziemlich schnell kalt gemacht werden. Eldred. Ja, ich versuche noch zu sehen, welche Spells überhaupt noch Sinn machen. Weil Großteil der Spells kann ich jetzt eh schon in die Tonne werfen, weil die auch meine Leute treffen und das bringt nichts. Du könntest irgendwen Haste... Nee, das Haste hat Berührungsreichweite, richtig? Moment, ich guck mal rein. Nee, 30 Fuß, glaube ich. 30 Fuß Reichweite. Ja. Na dann. Könntest du irgendwen hasten? Das müsste eigentlich passen. Moment. Das sind. Gut, das ist ja das. Okay. Dann bewege ich mich erstmal hier vor. Und dann kann ich Alberich Haste geben. Okay, so. Also, du bist unwillens. Nee, bin ich nicht. Ich denke, wenn du schon im Nahkampf bist, bringt dir die zwei Armor-Class noch am meisten. Kann ich den Effekt einfach draufziehen? Muss ich mal rausprobieren. Nee, kann ich nicht. Effects. Add. Schade. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, warum es bei den nicht wohl, aber das wird wahrscheinlich am System. Weil das nicht so programmiert wurde. Ja. Schade eigentlich. Bin ich auch schon fertig, weil mehr kann ich nicht machen. Okay. Ja, Albrecht, du bist dran. Der über dir und der unter dir haben beide Reckless attacked. Mhm. Den könntest du eine voll auf dem Latz hauen. Ja. Du sagst, der unter mir ist direkt pfeift auf dem letzten Loch, ne? Also der pfeift schon aus mehrere Löcher.
Ja, und die meisten davon von mir. Okay. Mhm. Ich lasse tatsächlich meinen Hammer fallen. Okay. Nutze eine Bonus-Action, um meinen den Seelendolch herbeizurufen. Okay. Der ja über mein Weapon-Mon-Feature an mich gebunden ist. Okay. Und versucht dem unteren damit einen mitzugeben. Okay. Gönn dir. Dafür nutze ich die Haste-Action erstmal. Für diese Attacke. Okay. Jo, trifft. Mhm. Da kommt aber noch zwei dazu, weil ja auch für den Seelendolch mein Dueling Fighting Style gilt. Jo. Die Frage ist, stirbt er davon? Sehen wir? Das sehen wir gleich. Mhm. Ja, das sehen wir jetzt, weil das war meine Haste Action. Also, zweite Damage, ja. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen. Ja. Ja. Er pfeift auf einem weiteren Loch. Es war anscheinend nicht das letzte Loch, es war das vorletzte Loch. Ja, gut. Dann. Ja, versuchen wir das nochmal. Dann nutze ich meine Hauptaktion zum Angreifen. Jo. Ja. Genau auf null. Sehr schön. Mhm. Wie viele Lebenspunkte haben diese Viecher? Wahrscheinlich übelste Resistenzen. Viel. Hm. Ich merke. Wie kann ich dich jetzt... Naja, du musst allein bedenken, selbst wenn der Feuerball halbiert wurde, der Feuerdamage, dann haben die schon gefühlt 30 Lebenspunkte plus Minimum. Also du die haben 40 oder 50 Lebenspunkte pro Nase. Ja, die... ja, deswegen sag ich ja. Allein deswegen müssen sie schon 30 plus haben und halt, ja, nach oben hin offen. Also du rammst diesen untoten Piraten den Dolch in den Brustkorb, er schaut dich ungläubig an. Als diese grünliche, nekromantische Energie aus ihm rausfließt in diesen Dolch hinein und dieses unnatürliche Glimmern in seinen Augenhöhlen erlischt und er als Fleisch- und Knochenhaufen in sich zusammenfällt. Mhm. Und dieser Dolch schimmert jetzt ein bisschen. Okay. Also der kannst du jetzt hinzuschreiben, Seelenladung Zombie-Pirat. Mach ich mal eben gerade. Was dann davon für Boni kriegst, das machen wir dann nächstes Mal. Ja. Beziehungsweise wem ihr dann diesen Bonus verpflanzt. Okay, so, dann habe ich noch einen Angriff, den ich noch nutzen könnte. Ah, ziehe ich auf den oberen. Den kann ich auch noch einmal anstechen. Mhm. Ja, trifft. Ich dau den nochmal ein bisschen auf Zeiten, dass der nicht stört. Mhm. Mhm. Alles klar. Du also insgesamt auch 10 Schaden. Ja. Mhm. Gut. Ne, Bonusaktion habe ich benutzt. Jo. Dann bin ich fertig. Gut. Benjamin. Du hast eine Kanonenkugel kassiert. Ja, ich wisch mir einmal so ein bisschen das Blut aus dem Mundwinkel. Hol einmal tief Luft. Moment. Wieso funktioniert das gerade nicht? Ich kann das so nutzen, ja. Na gut, dann muss ich so einen Charakterbogen machen. Weil es aus der Schnellleiste irgendwie nicht gerade nicht funktionieren will. Mhm. Aber was ich nutze meine zweite Luft. Mhm. Um mich um. Haufen zu heilen. 19 zu heilen. Nicht schlecht.
Das ist das erste Mal, dass ich gut für Lebenspunkte werfe. Und nicht eine Sekunde zu früh. Ja. Dann schaue ich auf dieses rote Licht, ruf, während ich in meinem Aufwippen bin, einmal rüber, Palais, und bumm, wipp weiter das Schiff. In der Hoffnung, dass meine erhöhte Größe jetzt den Schwierigkeitsgrad, um das Schiff umzuschmeißen, ein bisschen senkt. Und also, es wippt immer ein paar Zentimeter nach oben und ein paar Zentimeter nach unten. Also du hängst halt an einem mehreren hundert Tonnen Schiff und hast selber vielleicht höchstens eine Tonne, also... Ja, aber ja. Es ist im Wasser, das heißt, das hat keinen wirklichen Widerstand. Das ändert nichts an der Tatsache, dass das Ding trotzdem schwer ist. Ja, und ich bin halt riesig und hab Vorteil auf Stärkeproben und hab maximal Stärke. Du kannst so viel Vorteil drauf haben, wenn es irrealistisch ist, dann ist es irrealistisch. Du kannst auch Natural 20 in der Wüste haben, in der offenen Wüste dich zu verstecken. Du kannst dich auch nicht verstecken. Eingraben. Sand eingraben. Ja. Ja, dann nennen wir offene Graslandschaft, egal. Ins Gras eingraben. Geht auch. Mhm. Gras beißen. Oh, warte. Genau, ins Gras beißen, genau. Na gut, wenn der Schiff mir gerade sagt, dass das Schiff umschmeißen nicht funktioniert, dann kletter ich halt hoch aufs Schiff drauf. Okay. Und der Top des Schiffes ist in kompletter Dunkelheit, sagtest du? Jo. Und das ist magische Dunkelheit. Jo. Dann natürlich den Rest meiner Bewegung. Um mich mal so nach hier zu bewegen. Entschuldigung, da hatte ich meinen Finger noch auf der Taste. Und ich versuche einmal den Typen den unteren von diesen beiden Typen zu greifen. Okay. Mit meinem ersten Angriff. Mit einer 24, gegen die er sich entsprechend verteidigen kann. Gegen was kann er so würfeln? Mit was kann er sich halt verteidigt gegen Greifen? Entweder Athletik oder Akrobatik. Also entweder Stärke Athletik oder Geschicklichkeit Akrobatik. Okay. Nope. Nope, er hat es nicht geschafft, oder nope, ich habe es nicht geschafft. Ja, er hat es nicht geschafft. Gut, dann ist er jetzt gegriffen und dann. Ja, also in meinem Kopf würde ich jetzt ganz gerne das Skelett nutzen und mit dem Skelett einmal das andere Skelett zu hauen. Aber das wird der Spieler mir wahrscheinlich so nicht durchgehen lassen, deswegen haue ich aber mit der anderen Hand einmal nach dem Skelett. Nach dem zweiten. Nach dem oberen. Ja, Improvised Weapon. Ja. Genau. Ja, aber da bin ich. Eingriff, also, Zweigriff! Ein Skelett plus eins? Das ist nicht Quatsch. Mein... nicht worauf ich trainiert bin. Ja. Ich wollte ihn hauen. Ich habe jetzt nur leider die zweite Hand nicht mehr leert. Deswegen kriege ich nicht den erhöhten Schadenswürfel. Aber das ist egal. Ich nutze meine badische Inspiration hierfür. Okay. Ja, trifft. Gut, dann das einmal. So, ich muss hier nachschauen, weil ich mir das nie merke. Also ich, wie viel extra, was für ein extra Würfel Riesen macht ist, beziehungsweise ich merke es mir, aber ich bin mir immer unsicher. Ja, es ist ein W6, wie ich es mir immer denke, aber ich es mir nie traue, es mir selber zu glauben. Und hat Vergrößern auch nochmal extra Schaden gemacht? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Nö. Ich glaube nicht. Können wir mal nachgucken. Ja, ein D4. Aber der ist auf alle. Ah, wobei, nee, das ist nur der Target's Weapon, also Growth Matches, ne? Weil die Weapon are launched, the Target's Attacks with them deal. Ja, meine Faust ist vergrößert, meine Faust ist meine Waffe. Ja. Unarmed Strike ist. Meine Faust ist unarmed, das ist ja keine Weapon. Doch, es ist eine Waffe. Es ist eine Simple Weapon. Da gleich mal jetzt widerspreche. Das steht so im Regelbuch tatsächlich.
Steht mit unter Simple Weapon. Ich lasse es einmal weg. Ich weil ich keine Lust habe, darauf zu diskutieren. Das sind 13 Schaden plus Crusher Feed. Ich darf ihn 5 Fuß... Unarmed Strikes has always been weapon attacks. Also gilt es trotzdem. Ja. Ja. Das ist ein D4 mehr. Ja. Okay, dann würfel mal. Hey, ja, guck, hast du noch zwei Schaumschauf. Das sind Dings da, 15 und... Okay. Ich habe nur das Crusher Feed. Sekunde. Ich kann mich nur bewegen, oder? Wenn ich eine Kreatur mit einem Angriff treffe, der stumpfen Schaden macht, kann ich ihn 5 Fuß in ein unbelegtes Feld bewegen und ich will einmal 5 Fuß nach vorne schieben. Okay. Alles klar. To be honest, dafür, dass sie gerade einen Riesen da haben, sind 15 Schaden nicht erbärmlich. Ja, es reicht schon, was er sonst so macht an die Scheiße. Da braucht ihr nur um endlich voll Damage anmachen. Das heißt, die OP-Scheiße, ich kann eine Sache machen. Ich habe Expertise in Athletik. Ich kann das Schiff umschmeißen. Weil das Blödsinn ist. Du bist Blödsinn. Aber das war mein Zug. Wenn du das Skelett dann mal 5 Fuß nach vorne bewegst. In was für Richtung vorne? Von mir nach vorne, von links, mir aus gesehen vor. Also nee, Richtung Wasser. Mhm. Ja. So, na Pia, was machst du? Boah, ich glaube, Alberich sieht nicht mehr so gut aus, richtig? Er ist angeschlagen. Ich sehe nicht mehr so gut aus. Ich habe 24 von 38 Lebenspunkten. Du meinst 24 von 83? Weil ja, sorry. Von 38 wäre ja noch okay. Das ist ja, das wäre ja dann nutze ich meine Bonus-Action. Mit deinem Resthilfe sehe ich noch sehr lebendig aus. Genau, ich nutze meine Bonus-Action für ein Third-Level-Healing-Word auf Aranis. Schön. Und mit meiner Action hole ich ein Schild hervor. Das war's. Aramis. So, letzte Runde Ricochet. Ich finde ja schön, dass du alles klar auf Oma raus hast. Ja, es lohnt sich halt hier gerade. Mhm. Also im Endeffekt habe ich quasi jetzt... Was? Sag nichts, ich habe nichts gesagt. So. Also ich habe jetzt ja quasi eine Aktion mehr, als ich, wenn ich sonst angreifen würde. Zwar mit Mali, die ich sonst nicht habe, aber es macht halt alles bisher Schaden. Hm. Aber du musst halt treffen. Sobald du einmal nicht triffst, ist... Ja, genau, dann ist es halt durch. Genau. Mhm. Und ich finde auch, die Typen sind so heftig, dass wir ja ohne irgendwas einzusetzen, die ja... Oh, da braucht ihr ewig, bis wir die down. Ja, ja. Jo. Wenn ich eine Sache aus XCOM gelernt habe, nutze deine Ressourcen. Ja, was ich ja sonst nie mache, deswegen. Ja, der Boss, das große Auge kommt, aber wir haben ja eine perfekte Waffe dagegen. Ja. Pfeffer. Genau. Gut, dann würde ich, glaube ich, ihn mal als erstes nehmen. Mhm. Hätte ich 8 plus Colossal Slayer. Ne, noch auf Dings. Nochmal 6 dazu. Dann, der zweite Ricochet geht hier auf den Kollegen da draußen, der ja noch meinen Hunter's Mark hat. Mhm. Mal kleine Frage, hast du eigentlich, seitdem du Hunter's Mark drauf gemacht hast, Schaden gemacht gehabt? Ja. Ja gut, normalerweise ist das da aber Concentration Check machen, aber ich selber stets. Ah ja, okay. Gemacht oder genommen? Ob du genommen? Genommen hast. Ach so. Ob du Schaden genommen hast. Nee, genommen habe ich keinen seitdem. Na dann.
Ich habe nur den Kanonenkugel und in der ersten Runde noch den Schuss von der Muskete abkriegt. Und da erst danach hatte ich das Handelsmark dann gemacht. Jawohl, der sitzt. Dann wäre das einmal Bogendamage plus... Nochmal zwei. Ja, der ist hin. Sehr schön. Bringt Hunters Mark über. Genau. Nein. Doch, oder? Von alleine. Nicht von alleine. Ja, aber man muss halt eine Bonusaktion machen und das platzieren. Wie sieht denn der hier hinter Max aus? Der hier? Ja. Nee, den Mann, oder? Den Mann. Ja, genau. Relativ frisch. Relativ frisch. Gut, dann würde ich mit der Bonus-Action des Hunters Mark da auf den übertragen. Und der letzte Ricochet, den würde ich dann da nochmal rüber schicken. Okay. F, genau. Boah. Okay, cool. Auf den hättest du sogar Vorteil gehabt, oder? Weil der Reckless Attack hat. Mhm. Ah ja, okay. Gut, aber... Es könnte halt noch eine 20 werden. Ich versuch's gerade noch mal. Nee, keine Natural 20. Gut. Das wäre dann 1 vom Hunters Mark und nochmal 7 vom Bogen. Gut. Und damit wäre meine Aktion fertig. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt, okay. Ja, sorry, dass ich ausnahmsweise mal Ressourcen einsetze. Nee, mit was anderem. Jetzt machen wir erst mal die Zombies durch. Den hast du gepackt, hast du gesagt, den da. Benjamin. Den unteren habe ich gepackt, ja. Okay, dann fangen wir mit dem. Der würde mal Reckless auf dich draufhangen. Macht der normal Angriff oder Disadvantage, wenn du ihn gegriffen hast? Was ist da? Der kann sich nur nicht bewegen. Er kann sich nur nicht bewegen. Ja, gut, das ist eben relativ bumps. Okay. Du so eine Biene greifen, die sticht halt noch. Okay, 25. Trifft. Okay, dann machen wir mal Damage. 8 Slashing Damage. Willst du was gegen machen oder nimmst du das? Ich hab nichts gegen. Ja, ich weiß ja nicht. 26. Trifft. 8 Slashing Damage. Und der letzte mit Short Sword war eine 20. Trifft. Für ganze 5 Piercing. So, dieser Zombie-Pirat würde einmal gern auf dich schießen wollen. 19. Trifft. Jetzt links so wohl aus. Naja, wahrscheinlich. Benjamin ist kein Tank. Ja. 6. Also 6 Piercing Damage. Das Skelett askt ihm aus. Okay, dann machen wir da unten weiter. Der wird dahin gehen und würde. Er kriegt dann Gelegenheitsangriff von mir ab. Der war also ein Feld von dir weg. Der war ein Feld von dir das weg. Sah so grad, ne, der stand da voll der in meiner Reichweite drin. Nee. Der ist ein Feld weggestanden, hab extra geschaut. Ein Feld von dir war er weg. Mhm. Ja, das ist die doofe doppelte Größe, würde ich ja, sagen. Die doppelte Größe, okay. Ich weiß bis heute nicht, warum es das Bild so klein gemacht hat. Ich weiß nicht, aber das finde ich nächstes Mal schon raus.
Gut, der wird ein bisschen aufteilen. Er wird ein Schwert gegen Narapir, ein gegen Aranis und Narapir nochmal mit seinem Kurzschwert kitzeln wollen. Alles Reckless. Mhm. Ist ja ekelhaft. Ich nutze meine Reaktion auf jeden Fall für Schild. Okay, der erste, der gegen Narapir geht, ist eine Natural 20. Ja, gut. Der zweite, der gegen Arnis geht, ist eine 26 und ja. Das Kurzschwert ist eine 16. Okay, dann brauche ich eigentlich gar kein Schild nutzen. Sollte ich eine 16 drücken. Ja, du hast ja schon angesagt, oder? Eigentlich hat er schon gesagt, aber wieder ja. Mann. Ja. Dann der Damage für das erste naja. Schwertstreich ist nicht so voll. Das sind 10 Slashing. Erbärmlich. Hätte ich eigentlich so früh gar nicht einsagen können, weil ich nicht, noch nicht wusste, ob er trifft oder nicht, aber ja. Egal. Also, dann Brian ich hab's angesagt, ich zieh's mir ab. Dann Brian Con-Save von Narapir für St. Lodge. Ja, warte mal kurz, ich muss erstmal hier den Ding. Wie viel Schaden war das am Anfang? 10. 10 Schaden? Ja, warum? Doch kein Attack-Roll mit dem Ding. Minus 10. Gegen Arnis haben's ganze 5. Mhm. Und Scrotschrott geht vorbei. Also, ich brauche bei euch beiden Con-Save. Also ich sag jetzt mal so, ich muss es mindestens mit Natural 2 würfeln. Komm, Bosschen. Jo, geschafft. Mhm. Gut. Aber nee. Aranis schafft, ne? Dann wäre das Hunter's Mark weg. Jo, gut, dann machen wir da oben weiter. Ja, das Ziel war ja sowieso schon tot. Mhm. Mhm. Lieber Herr von und zu Alberich, auch für dich gilt ein schneller Wirbel an Angriffen. Ja. Vergiss den aber alle mit Nachteil, weil mein Protection from Evil and Good noch läuft. Also normal. Ja. Das erste ist 11, das zweite ist 19 und das dritte ist 14. Reicht alles nicht. Reicht alles nicht, aha. Dann kommt der hier und wird auch sein Glück versuchen wollen. Mhm. Zack. 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 Die guten Herren, der gute Herr hat eine 18, eine 11 und eine 21. Die 21 reicht tatsächlich nicht, dank Haste. Sehr gut. Und der... Der holt seine Pistole her. Ne, der holt seine Pistole hervor. Der druckt sie einfach da immer mit her. Mhm. Der gönnt sich, weil du der einzige Grupp bist, der in Reichweite ist. 1, 2, 3. Ach, jetzt werf es aber echt erbärmlich, die Herrschaften. 10, 24 und 9. Shield. Okay. Alles klar. Dann trifft die. Also gegen die 24 shield ich und dann trifft die mich auch nicht. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich zugeben, jetzt ist was passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Deswegen müssen wir mal kurz ein bisschen improvisieren. Mhm. Und zwar seht ihr von dieser schwarzen Rauchwolke, beziehungsweise Benjamin sieht es, dieses rote Auge, sieht er in einer, sieht er aus dieser aus dieser Wolke einen Fledermausschwarm auftauchen, der sich vor ihm materialisiert und als sich diese Fledermäuse zerstäuben, siehst du einen ungefähr menschengroßen, wie ein Piratenkapitän gekleideten Herrn mit weißen Haaren, mit einer Augenklappe, einem blutroten Auge, der zwei Degen, zwei Krummsäbel in der Hand hält. Drunter von meinem Chef. Und der drunter von unserem Chef. Der würde gerne angreifen wollen. Jetzt hab ich den natürlich nicht als Token. Naja, macht nichts, dazu hab ich. Okay, erster Angriff. Himmelgottvater. Der erste Angriff wäre eine 30. Ich habe eine Rüstungsklasse von 18. Oh, das ist gegangen ja ganz. Gut, dass wir kein Pathfinder spielen. Ja, richtig. Ich
Siehst du, gut, dass wir heute kein Pathfinder gespielt haben. Ja, aber echt, ey. Ja gut, ich leite eine Pathfinder. Ja. Ja, ich weiß, das gilt ja für meine Monster. Die freuen sich, dass du da keine 30 hast. Gib mir mal einen Con-Save, bitte. Ich kann es gerne versuchen. Bitte was? Ich sagte, ich kann es gerne versuchen. Okay. Okay. Nein, 24. Dann bekommst du einmal 14 Slashing Damage und 7 Cold Damage. Moment einmal, da stimmt was nicht. Du kriegst nicht 14 Slashing, du kriegst 19 Slashing. Ich glaube, ich habe jetzt bei den ganzen Würfelergebnissen aber den Flat Modifier vergessen vom Damage her. Wie viel Cold Schaden war's? 7. Uff. Ja gut, zweiter. Sehen wir, also wir sehen den, können wir von der anderen Seite... Ihr seht jetzt den jetzt auch, ja, ihr seht den jetzt auch. Zweitens ist eine 26. Ich hab dir gesagt, was meine Rüstungsklasse ist. Ich weiß. Der werte Spielleiter glaubt, Benjamin wäre OP gewesen. Du hast keine Ahnung, was OP wirklich bedeutet. Freue dich auf meinen neuen nächsten Charakter. da kommt man jetzt echt vorbei aus dem Ding. Ja. Der ist auch geschafft. Du kriegst insgesamt... Hä? Ich bin auf einem Lebenspunkt. Das ist scheißegal, wie viel ich bekomme. Ja. Du bist jetzt gerade platt. Und für den das Schlimme ist, der hat noch einen dritten und den dritten nimmt er. Naja, er ist ein intelligenter Charakter. Er muss den dritten entnehmen, wenn er sieht, dass der Gegner vor ihm im Prinzip auf dem Boden liegt. Also. Er ist ein Pirat, es gibt. Der scheißt nichts drum, ob er ihn umbringt oder nicht. Wer hast du gesagt, hast du Ding. AC? 18. Hast du ein Schwein, Alter. Das gibt's echt nicht. Der hat mit Advantage hat eine 17 rausgehauen. Fuck me, man. Aldred. Ändert sich deine Rüstungsklasse wegen der Größe? Weil dann müsstest du doch jetzt... Okay. Nee, nein, tut sie nicht. Das tut nur im Pathfinder. Also... Dann auch nur im ersten, aber egal. Ja. Ich dachte, Narapier wär noch dran gewesen. Im zweiten Teil, wenn es den Large drauf kostet, hat der andere auch Clumsy 1, oder? Narapier war vor dir dran. Und ja, ah, ja, okay, sorry, ja. Hm? Ja, egal. Hm? Okay, dann, wo ich, oder wie ich sehe, dass das halt mein Kollege zu... Doch nicht. Ah, okay. Nee, Eldred. Ich bin dran. Ich war gerade... Du bist dran gewesen. Ja. Ich war gerade mit den Dings verwirrt, sorry. 100% mein Fehler. Gerade waren die Zombies dran, nur zur Erinnerung. Ja. Ja, da ich den sehen kann, der steht ja ungefähr hier, also da, wo Benjamin stand, so im südlichen Bereich von ihm. Mhm. Also, das Segel ist ungefähr. Mhm. Mhm. Dann würde ich versuchen wir es mal damit, weil mal sehen, kann ich das... Na, ich lasse es mal so. Dann würde ich nämlich ein Acid Arrow auf ihn casten. Natürlich ändere ich Acid in Radiant um. Auf wen? Den Captain. Auf den Captain. Okay. Der auch Reckless Attack gerade? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Magani Frage, was ist Acid Arrow? Ist das ein Safe oder muss man einen Attack Roll machen? Ich muss einen Attack Roll machen. Okay, dann hauen wir raus. Steht doch da, ich hab doch hier gehauen. Ja, ich mal verschiedene Sachen schauen und hab einen Screen. Ich hab nicht so viel Ding. Okay, trifft. Dann sind das. So viel. 8 Radiant Damage. Nicht Acid, Radiant. Okay. Modul ist halt hier nicht drin.
Und wenn er als Untote irgendwelche Effekte hat, die sich abschalten, weil Radiant, weil er von Radiant getroffen wird, dann ist das von Relevanz. Alles klar. Beziehungsweise, wenn er schwach ist, kriegt er ja noch mehr Schaden und so weiter. Ne? Plot Twist ist immun. Ja, also, wie alles. Das ist total unsinnig. Also der Typwechsel bringt in der ganzen Kampagne gar nichts. Der hat getroffen und hat auch Damage gemacht. Vollen Damage. Also du siehst, wie dem sein Fleisch anfängt, Blasen zu schmeißen. Ja, aber es wär wahrscheinlich sehr effektiv wie jeder andere Typ so. Vielleicht, vielleicht nicht. Passt jeder. Wahrscheinlich Feuer wird nicht effektiv sein, weil wir das haben wir schon vorher rausgeführt. Ja, bei den Untoten zumindest mal. Muss ja nicht für den gelten. Ich meine, Radiant ist ja sowas wie Holy Damage, wenn man so will. Das macht Untoten ja nichts. Aber ja, mehr kann ich nicht machen. Das ist... Ja. Alles klar. Dann haben wir nächsten. Okay. Ich lasse den Seelendolch tatsächlich jetzt fallen und heb meinen Hammer wieder auf mit meiner freien Objektinteraktion. Dann nutze ich meine Aktion. Welcher von denen sieht noch am ehesten angeschlagen aus? Von denen, die gerade um dich rumstehen? Drei, gerade in meiner Nähe. Der oberste. Der oberste. Ja, okay. Dem hast du mit deinem Kriegshammer so das Kiefer ein bisschen ausgerenkt. Dann kriegt der jetzt den Feuerkriegshammer ins Gesicht. So. Aber ich habe Advantage gegen ihn, weil er Reckless Attacked hat. Natürlich. 16 ist... Ja. So, 16. Trifft das oder nicht? Entschuldigung. Ja, trifft. Gut, das heißt, der Typ, den ich angegriffen habe, bekommt insgesamt 19 Schaden, davon 8 Feuer. Okay. Rest ist Bludgeoning. Okay, okay. Und der Typ, der hier, bekommt jetzt Schaden in Höhe meines Spellcasting-Modifiers, Feuerschaden, also 3. Okay. Ja, die Typen scheinen ziemlich feuerfest zu sein. Ja, aber ein bisschen Feuer ist besser als gar nichts. Ja, klar. Ja, klar. Und dann habe ich noch eine Bonus-Action, deswegen kann ich nochmal nachsetzen. Trifft. Für 15 Schaden. Trifft. Geschmoren. Ja, macht Damage. Ja. Macht Schaden. Ja, macht Schaden. Er wurde gebongt. Er wurde gebongt. Also er ist mittlerweile auf so einem guten, ja, so zwischen einem Drittel und einem Viertel. Ja, das dauert eine Weile. Ja. That's gonna take a while. Jo, Benjamin. Ich muss eine Sache von mir korrigieren. Bitte. Dass ich mich klein gemacht habe. Ich bin instinktiv davon ausgegangen, ja, wenn ich bewusstlos bin, wirkt meine Riesenmacht nicht mehr, aber in der Beschreibung von Riesenmacht steht nur, es hält eine Minute. Oh, Punkt. Ja gut. Dann das heißt, groß. Meine Größe ist nach wie vor da. Okay. Das ist jetzt das schlecht. Das ist die volle Korrektur, die ich machen wollte. Mehr wollte ich nicht korrigieren. Blablabla. Das ist schlecht. Schade. Das ist doppelt schlecht. Ich verstehe nicht, was an der Tatsache, dass er jetzt einfach größer da liegt als vorher, jetzt schlecht ist. Weil der Gegner sich kratzen kann und auf sein Schiff rüberschmeißen kann. Richtig. Da muss er halt seine super starken Zombie-Piraten mitnehmen. Nee, ganz, ja. Ja, das ist das Problem. Fuck. Ah, shit. Na, Pierre, mach was. Okay, erste Aktion, oder zuerst mache ich meine Bonus-Action und schrei mal rüber, Benjamin, aufstehen! Kannst du ihn sehen? Ja, kann ich. Das Ding ist verhöher, ne, das Schiff, ich sag's bloß, Winkel und so.
Ja, aber ich bin auf derselben Höhe wie Narapir und ich habe gerade eben den Chef von denen angreifen können. Stimmt. Also wenn er ihn nicht sieht, dann weiß ich auch. Sag mal so, eigentlich hättest du den Piraten, den Kapitän nicht gesehen, aber war ja nett, war. Aber ja, von mir aus, ja. Das ist aber nur ein Level 2. Mal ein Anführungszeichen. Ich heb immer den einen Slot mal für Notfälle nochmal auf. Das sind dann stolze 10 Heilung. Draufkommen. Relativ witzlos, weil ich eh wieder bis zum Ende des Zuges warten muss, dass ich dran bin. Yep. Und die Piraten wieder vor mir dran sind. Jo. So, und dann da vor uns, wie sieht denn der Pirat aus, der vor mir steht? Eher den, frisch oder eher nicht unfrisch? Dadurch, dass ein Zombie ist, generell unfrisch. Und er ist schon ziemlich zusammengehaut, also der ist unter HVP. Okay, weil dann dadurch, dass er mich ja letzte Runde Reckless angegriffen hat. Und wenn das funktioniert, das so wie das Reckless Attack von Barbarian? Ja. Gut, weil dann greife ich ihn mit Eldritch Blast ab und dadurch, dass ich dann im Midi-Reichweite bin und eigentlich Nachteil auf Fernkampfangriffe habe, aber Vorteil durch den Reckless, komme ich auf normal raus. Ja. So, dann haben wir den ersten. Ja, gut. Halflings Luck. Ja. Mit einer 21? Ja. Trifft. Für ganze 7 Force Schaden. Und dann haben wir den zweiten. Nutze meine DM Inspiration, um ihn zu rerollen. Okay. Nee. Die haben zwar wenig AC, aber nicht so wenig. Ja. Das war's. Alles klar. Aranis. Gut, ich würde dann ein Hunter's Mark. Ach, da habe ich mir genug Splash was für. Verdammt. Dann muss ein normaler Hunter's Mark auf den Captain sein. Als Bonusaktion. So, dann versuche ich den mal normal erstmal anzugreifen. Entschuldigung, auf wen ist jetzt Hunter's Mark? Auf den Kapitän. Das benutzt aber jetzt einen neuen Spacelot. Genau. Bloß for free. Ja, gut. Ja, wollte genau. Wollte ich bloß erwähnt haben. Mhm. Alles klar, dann. Deswegen kann ich auch keinen Level 2 machen, weil ich dafür nicht mehr genug Spacelots hatte, wie ich es eigentlich vorhatte. Level 2? Hunter's Mark. Was? Hunter's Mark macht nicht mehr Damage. Wenn du einen höheren Spellslot nimmst. Ah, es hält nur länger. Ach, es hält länger. Okay, das war's. Gut. Gut, dann erster Angriff. Trifft. Mhm. Gut, dann hätten wir einmal Hunter's Mark. Attacke, das wären 5. Mhm. Und vom Angriff plus Colossal Slayer ein D6. 8, sorry. Mhm. Wären wir bei 12. Mhm. Und als zweiten Angriff versuche ich tatsächlich mal einen Sniper-Schuss auf ihn. Okay. Nope. 18? Nope. Nee, schade. Gut. Dann bleibe ich, glaube ich, bei den normalen Angriffen. Und wäre fertig beim Zug. Okay. Habe ich den Eindruck, dass der Angriff so viel Schaden macht wie normales oder scheint er dagegen resistent zu sein? Also, er scheint nicht den vollen Damage zu nehmen, aber er ist jetzt auch nicht resistent. Also, irgendwas ist dann dabei, wo er ein bisschen anscheinend reduziert. Okay. Okay. Dann gehen wir von links nach rechts. Der da vorne, der wird wieder Reckless machen. Ja, wo? Wen überhaupt? Da, ja. Wieder 1, 1, 1, also Narapier 2 insgesamt und
einen auf Aranis. Mhm. Okay. Flo, der erste wäre mit einer 22. Ja, leck mich doch am Arsch. Das selbst, jetzt hätte ich mal letzte Runde mein Schild angezogen. Mein Schild anzugreifen. Tja. Entscheidung. Du hast dein Schild gezogen in der zweiten Runde oder in der ersten? Ja, das Problem ist, hätte ich vorher ansagen müssen, um ihn zu beleidigen. Du hast nämlich jetzt schon das Ding gesagt, wie viel. Richtig. Ja, nee, das trifft einfach. Da machen wir schon Damage. Ist eh nicht voll. Nein, nicht nochmal an der Attack Roll, du Dödel. Ist eh bloß 6 Slashing. Gegen. Ja, warte. Lass mich erst nochmal Con Save machen, sonst kommen wir durcheinander. Ja, den schaffst du eh. Schau. Aranis, eine 22. Ja, trifft. Von dir auch ein Con Save. Dann mal natürlich wieder hochwürfeln. Ja, du musst auch erstmal den Schaden bestimmen, dass er weiß, wie hoch Con-Save machen, aber ich glaube, der ist sowieso nicht geschehen. Nee, der Slashing Damage ist 11. Ah. Und das Kutschwerk gegen Narpier ist ganz knapp an der Natural 20 vorbeigeschrammt, 26. Ja, das trifft auch. Fucking hell, man. Ich bin ein Doofus. 7, Piercing. So, dann die drei Zombie-Herrschaften da oben. Mhm. Die gönnen sich. Dann gönnt euch. Halt, die haben immer noch Nachteil. Normal. Ja. Hey, ich hab ein Drittel meiner HP weg. 18. Ich ein Viertel. 18 reicht nicht. Solange ich Haste drauf habe, brauchen die mindestens eine 22. Ja, Moment. 25. Beziehungsweise ich hab drei Viertel weg. Shield. Okay. Dann trifft 17 Anima. So, ja. Nächste probiert. Hey, du tankst die 3 gerade richtig gut. Mhm. Ja, aber auch nur noch so lange, bis mir die Space Slots ausgehen. Mhm. Was nicht mehr allzu weit weg ist. 21, 12, 11. Nichts davon trifft. Auch davon trifft nichts. Gut, ja. Jetzt haben wir das große Problem. Ja, es macht keinen anderen Sinn, dass die es nicht machen. Okay, Pirat, Angriff. Da der am Boden liegt, braucht er nicht einmal Reckless Attacken. Echt, das ist der Shit. Eine. Halt. Ich habe jetzt einmal gewürfelt. Boah, sacken die. 14. Gut, 26 trifft. 23 trifft. Dann haben wir einmal 8 Slashing Damage. Noch hat er HP, aber jetzt nicht mehr. Nee. Und 9 Piercing Damage. Ja, zweite Pirat. ...21 trifft, dadurch, dass er sterbend ist, ist automatisch ein Crit. Und zwar unconscious ist, ist automatisch ein Crit, das heißt zwar fällt die selbst. Ja. Haben jetzt nur die Untoten angegriffen, nicht der Chef. Ja. Ja. Und der letzte ist auch 21. Ja, das war's dann. Ich werde nur noch mächtiger zurückkommen. Ja. Gut. Ich sag jetzt einmal. Ich spielen einen UP-Charakter. Ich sag einmal, der. Dadurch, dass er jetzt tot ist, verpufft der Enlarge-Effekt zumindest. Und der Pirat, dieser untote Piratenkapitän, packt Benjamin jetzt auf große Größe runtergeschrumpft. Schmeißt ihn zu euch rüber. Nehmt euren Schrott wieder mit.
hört dann nach oben, als ob er irgendwas vernimmt. Rückzug! Rückzug, wir legen ab! The fuck? Und die Piraten würden sich von euch lösen und würden zurück aufs Schiff rennen wollen. Er nimmt aber erstmal noch 8 Schaden. Ja, das... Radiant. Ja. Am Ende seiner Runde. Was? Okay, das war das. Eldred, du siehst die Piraten über die Planken zurückgelaufen. Was machst du? Ich sehe lustigerweise dieses Chaos-Switcher einer. Wie? Ich sehe unseren Namen. Wer kann alles diesen Charakter steuern? Jeder. Tatsächlich. Jeder. Ja. Das Ding ist wie ein Wanderpokal. Jeder durfte immer ran. Dorfmatratze. Also, ich hätte es vielleicht nicht Wanderpokal gesagt, ich hätte was anderes gesagt. Ja, man muss ja irgendwann schauen, dass das Ding nicht eher 18 ist. Okay, du siehst die zurücklaufen, was machst du? Ich mach das, was jeder tut, wenn er sieht, dass der Feind flüchtet. In den Rücken schießen. Genau, er gibt ihm noch einen mit. Ja, ich schieße auf die Planken und versuche so viele wie möglich davon zu treffen mit einem Feuerball. Okay. Mhm, gut. Alles klar, dann haben wir. Der natürlich da nicht Feuer sein wird, weil Feuer gegen die nichts bringt. Was möchtest du dann für ein Damage haben? Ja, ich hoffe, dass er als Untote wenigstens die ihren Radiant Damage abbekommen. Sonst wäre das ja lächerlich. Sagen wir mal so, in den D5 haben die... Jetzt mal kurz schauen, ob... Ich lese hier Radiant. Radiant Moment steht mal. Under a normally vulnerable to Radiant Damage. Normally! Moment. Also, hey. Das Ding ist, die normalen... Die Zombies haben tatsächlich keinen Schadens-Weakness gegen Radiant. Doch, dann ist diese ganze Elementarwechseln so lächerlich. Ich weiß, es macht keinen Sinn, dass die nicht gegen Radiant Ding haben. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt die. Das macht schon in der ganzen Kampagne keinen Sinn, weil es gibt nie irgendjemand, der gegen irgendwas verletzlich ist. Ich kann höchstens meine Immunität umgehen. Das ist sowas von lächerlich. Und man hat keine Möglichkeit, das herauszufinden im Vorhinein. Man muss raten. Ja, das sterben ja. Aber das haben wir auch wieder zurückgenommen gehabt, ne? Aber sagen wir so, das sterben ja an dem System, dass die meisten Gegner keine Schwächen oder Stärken haben. Das sterben ja. Ja, das Problem ist, die haben immer nur Stärken, aber keine Schwächen. Das ist das Problem. Wenn sie wenigstens auch Schwächen hätten, aber das haben sie nicht. Aber sie haben Stärken. Das haben wir ja gemerkt. Ey, was für ein Damage-Typ magst du denn? Ich meine, sind wir offen. Theoretisch, alles außer Feuer ist wahrscheinlich effektiv, ist wahrscheinlich normal. Also mache ich irgendwas, was nicht Feuer ist. Sagen wir Force, weil Force wird wahrscheinlich am wenigsten überstanden. Und vielleicht mache ich mit Force auch noch die Bretter da kaputt, dass sie gar nicht erst zurückkommen. Mhm. 16. Alles klar, dann haben wir raus. Ja. Ich mache jetzt einfach mal einen ganzen Haufen. Woppa! Okay, also du siehst ein paar Leichenteile durch die Gegend fliegen, als die zwei zum Beispiel, als sie über die Planke rennen wollen, komplett zerstäubt. Die fallen in Kleinstteilen runter ins Meer und versinken tatsächlich auch. Mhm. Und Teil der Dielen oder dieser Bretter gibt auch nach. Ein paar der Piraten fallen ins Wasser, rappeln sie dann wieder auf und rennen dann übers Wasser zurück aufs Schiff. Oder zum Schiff. Ja, mehr kann ich nicht machen. So, Alberich. Haben wir jetzt Ruhe oder sind die weg oder? Kommt drauf, was ihr jetzt macht. Ob ihr hinterher wollt, ob ihr von denen weg wollt. Hab grad nicht das Bedürfnis hinterher zu rennen. Also, okay.
Ich gehe dann jeden bloß nochmal kurz durch, der noch nicht dran war, falls die noch was machen wollen. Wenn einer von denen abhaut aus meiner Reichweite, würde ich den Gelegenheitsangriff mitgeben, aber sonst mehr auch nicht. Okay, dann gib einen Gelegenheitsangriff mit. Also zumindest der eine Typ, den ich schon so ein bisschen angeschlagen hatte, ne? Bitte, bitte. Der kriegt noch einen Gelegenheitsangriff mit? Mhm. Wahrscheinlich normal, weil er nicht Reckless angegriffen hat. Doch, in der vorigen Runde schon. Also den kannst du nochmal... Okay. Ja, 14 trifft trotzdem. Ja, aber vielleicht kriege ich ja eine 20. Upsa. Ja. Ah, das war, ich bin sehr verletzt. Aber das trifft war... da. Trifft nochmal. Ja. Alles klar. Dem haust du nochmal eine so richtig schön ins Kreuz rennen. Da macht es einmal schon einen Knack, hoffentlich. Mhm. Also der rennt... Also der rennt los, du haust ihm ins Kreuz rein und so einen Augenblick später läuft der in so einem 90-Grad-Winkel. Wie so ein schiefer Winkel, wie so ein rechter Winkel läuft er zurück aufs Schiff. Mhm. Okay. Der Rest, der noch da ist. Narapir, Aranis, was macht ihr noch? Ich glaube, ich spare meine Pfeile. Okay. Nee, kann ich den Captain noch sehen? Du kannst jetzt nochmal was machen, ja. Ah, achso, wenn der noch da ist. Na gut, es wird wahrscheinlich nichts bringen. Also wir werden ihn nicht platt kriegen. Ja. Ich hab nämlich eine Idee, die könnte eventuell... Hab ich ein rudimentäres Verständnis oder schon mal irgendwas gehört von irgendeinem Art Piraten-Ehrenkodex? Hast du irgendwas Sailor-Hintergrund, irgendwas? Außer, dass ich halt als Barde in diversen Tavernen unterwegs war und vielleicht mal irgendwo was aufgeschnappt habe. Schau mal. Nope. Tavernen, in denen Seefahrer waren, da warst du leider relativ selten. Du warst Mainland. Okay. Dann würde ich trotzdem mal versuchen, ich würde mal so rufen, so, hey, Captain Rotauge, kann man sich mal an den Tisch setzen und ein bisschen quatschen? Weiter? Das ist meine Frage einfach an ihn. Und du siehst diesen Piraten-Captain das Auge zu dir wenden. Ich habe kein Interesse an Sterblichen. Das Einzige, was sie sind Futter und Beute. Und zeigt da so ein leichtes Lächeln. Und du siehst das Aufblitzen von scharfen Eckzähnen. Ja, vielleicht gibt es da die eine oder andere Information, die er noch nicht hätte. Und ich würde gern mal versuchen, einen Persuasion zu würfeln, um ihn zu überzeugen, dass ich Informationen habe, die ihn interessieren könnten. Ja. Dann würfel mal. Und das, Kinder, ist die Geschichte, wie Narapir entführt wurde. Ich habe eine 28 im Angebot. Endet es dann so als Groschenroman? Er schaut dich leicht amüsiert an. Solltest du das überleben und wir uns wiedersehen, komme ich gerne auf dieses Angebot zurück. Und er zieht seinen befiederten Hut, verneigt so leicht und die drehen ab. Also ihr seht dieses schwarze Schiff mit schwarzen, zerfledderten Segeln gen Westen segeln. Ja, okay, das hat nicht gequatscht, hat nicht funktioniert. Ich hätte ihn eventuell bequatschen wollen, um ihn vielleicht irgendeine Geschichte aufzubinden, dass er das... Dadurch, dass sie aus einem anderen Ding kommen sind, so ein bisschen Face-Rush-mäßig, dass sie irgendwann sich auflösen. Der schien, es,
Der schien es jetzt relativ eilig zu haben. Mhm. Ja, we're fucked. Was immer ihn verschreckt. Wir sollten zumindest vielleicht mal das aktuelle Portal in Anführungszeichen dicht machen, dass da nicht noch mehr solche Schiffchen rauskommen. Ja. Hey, das ist jetzt aber jetzt schon mehrere Meter wieder weg, ne? Mehrere Dutzend Meter. Also sie lassen uns in Ruhe, also wir lassen sie dann in Ruhe, aber wir machen das Portal, wo sie rausgekommen sind, dicht. Mhm. Also ich gehe mal zum Captain hin und sag mal so, steuern Sie mal bitte das Schiff dahin, wo das Schiff aus dem Wasser raus oder aus der Luft rausgekommen ist. Wir müssten da mal hin, weil sonst könnten da eventuell noch mehr Schiffe rauskommen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben gerade andere Probleme. Ja, ich aber weiß nicht, zieht das Schiff Wasser? Die haben uns ja wahrscheinlich übel zugerichtet mit ihren Bordgeschützen. Also du schaust ein bisschen über die Reling. Du siehst eine ziemliche Kraterlandschaft auf der Steuerbordseite des Schiffes. Also das Ding schaut mehr zerstört aus als ganz. Also das Ding braucht dringend Reparatur. Ja, die Frage ist halt, sind wir akut vom Sinken bedroht? Aktuell, so wie es von da oben einschätzen kannst, es könnte Wasser schon ein bisschen eindringen, aber wenn man schnell genug macht, könnte das Ding vielleicht nicht absaufen. Mhm. Wie groß sind die Löcher? Ja, fuck, wir müssen reparieren. Das hat jetzt höchste Priorität, dass wir nicht absaufen. Ja, ich frage halt, wie groß sind die Löcher? Kanonenkugel groß? Okay, also, ich gehe unter Deck. Mending. Also ihr wendet euch gerade von dieser, von dem Schiffsseite ab. Als Alberich so aus dem Augenwinkel noch eine Bewegung um Wasser wahrnimmt. Guck mal, was das für eine Bewegung ist. Guck mal genauer hin. Ah, der riesige Tintenfisch, der kommt. Der eine Meerjungfrau. Und du siehst, wie sich. You do not owe any token in the fish in this. Ja, Moment, let it. Du siehst aus den Tiefen des Wassers ein Tentakel raussteigen, der sich langsam auf der Seite des Schiffes hochzieht. Und als du so die Seite des Schiffes entlang schaust, siehst du auf der gesamten Seite dieses Schiffes und auch auf der anderen Seite diesen Tentakel hochkommen. Heiße? Wir fehlen das. Das ist wohl der Grund, warum die sich verpisst haben. Hab ich erst gesagt, aber mir möchte keiner zuhören. Ja. Ich habe genau meine Worte, egal bevor der weggelaufen ist, wir sind fucked, weil das, was kommt, ist wahrscheinlich mächtiger wie er. Und, stimmt. PCC, ja. Ich finde gerade den Charakter nicht. Ah. Vielleicht unter A gucken. Wenn man mal einen Druiden bräuchte, hat man keinen zur Hand. Sag mal, bin jetzt nicht blöd, das gibt's da nicht. Jo, wer ist dabei? Die Menschen sind auf dem Schiff von den Piraten und fragen, ob er uns mitnimmt. Okay. Ich müsste da jetzt zweimal drauf sein. Ich habe mich nämlich gerade selber reingezogen. Also, ja. Aber du siehst was. Ja. Nein, ich sehe eh was, weil Eldred auf der Karte ist. Moment einmal. Moment einmal. Ich bin eure Augen, Mann. Genau. Vor dem wenn wir noch Global Illumination Orb machen. Unrestricted Vision. Ja. Yeah. So, bitteschön. Ich hätte meinen Level 4 Spellset aufgehalten. Ja, komm, wir haben drei heftige Kämpfe hintereinander ohne eine Rast, dass wir irgendwie Sachen erholen können. Ja. Ich habe keine Spells mehr. Ich habe einen Spell jetzt noch. Das ist, wir sind fucked. Ja, ein paar weniger habe ich noch. Ich hab doch mehr, aber ich habe halt alles zweiter Grad. Ja. Ich würde sagen, alle Mann von Bord. Mhm. Okay. Der Mann von Bord. Ich habe eine Idee. Tut mir leid, Benjamin. Ich würde mir Benjamins Ring des Wasserlaufens nehmen. Okay. Boot ins Wasser, ich schiebe. Let's go. Okay. Wir müssen an Land. Das ist ja in Zukunft. Jetzt ist die Frage, wollen wir das auf nächstes Mal verschieben oder machen wir das noch?
Wir haben, achso, ist ja die Frage, wie lang geht das noch? Jetzt ist Zeit eigentlich Ende für die Session. Ja, genau. Also. Okay, gut. Dann machen wir an der Stelle. Da haben wir auch einen schönen Cliffhanger noch für die Folge, das ist ja nicht verkehrt. Ja. Gut. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Nächstes Mal geht's weiter in 2 Wochen. Mhm. Ich hoffe, es hat soweit gefallen und man sieht sich dann nächste Woche. Jupp, alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, und da hätten wir noch eine kleine Anmerkung meinerseits. Wir werden jetzt die Kampagne auf Pathfinder 2 umstellen. Von daher wird es auch jetzt eine neue Playliste geben ab dem nächsten Teil. Und ja, wie gesagt, wollte ich nur gerade einmal kurz Bescheid geben. Wir werden das dann auch. Also die neue Playlist werde ich dann auch hier nochmal in der Videobeschreibung, oder ich glaube im angepinnten Kommentar ist, glaube ich, sinnvoller. Ich packe die in den angepinnten Kommentar rein und vielleicht auch nochmal jetzt hier ans Ende und bei der ersten Folge dann unter Pathfinder nochmal ebenso ein Hinweis auf die alte Playliste, dass ihr euch dann nochmal zurechtfindet, je nachdem wie und wo ihr herkommt. Von welcher Liste und von welcher Zeit sozusagen. Aber ja, wir haben uns jetzt halt doch entschieden, weil das mit dem D&D doch ein bisschen, ja, problematisch wurde, haben wir dann gesagt, wir stellen es auf Pathfinder, weil das dann doch zumindest für die meisten das angenehmere System im Moment ist. Und ja, daher ab sofort neue Playliste, neue Videos, neues System. Alles neu, die Charaktere sind teilweise die alten. Also wie gesagt, ein paar Sachen muss man natürlich anpassen. Aber wir haben sie, glaube ich, teilweise ganz gut wieder übernommen. Okay, mehr dann im nächsten Video, wenn das dann freigeschaltet wird. Nur mal hier kurz nochmal zum Bescheid sagen.